Krommigeflüster mit einer ganz speziellen, kurzen Ausgabe. Ja, Richie Müller haben wir heute hier, besser bekannt natürlich als Kommissar Lannert aus dem Tatort. Grüße dich. Hallo. Ja, heute sind wir hier beim DM-Markt in Pfullingen und die feiern ihr 10-jähriges Jubiläum, 10. Geburtstag und haben sich ganz was Spezielles einfallen lassen, den Richie Müller hierher zu holen für einen neuen Job. Wie hat es Spaß gemacht? Ja, sehr gut hat es Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, es war sehr anstrengend, die Stunde. Also Hut ab vor den Menschen, die das tagtäglich machen. Und zu dem 10-jährigen Geburtstag gesellt sich eben noch die Aktion für die Arche Intensivkinder. Genau. Und ja, wir haben jetzt eine Riesenspende gekriegt vom DM-Markt. Über 7.000 Euro für die Kids. Und ich habe ein bisschen dazu beigetragen, indem ich hier an der Kasse saß und den Menschen die Dinge über den Scanner gezogen habe. Jawohl, sehr gut. Also das war dann doch eine schöne Sache. Ich sage mal, erinnert sich ein bisschen so ans laufende Band vielleicht. Genau, bei Rudi Carrell, genau. Aber in dem Fall wurde niemand entdeckt, sondern jemand, der schon länger bekannt ist, hat sich für eine gute Sache eingesetzt. Und ja, wir haben 7.000 Euro zusammengekriegt. Und das ist schon, kann man sagen, eine Hausnummer. Genau. Arche Intensivkinder in Kusterdingen, muss man sagen. Genau, die waren hier die Initiatoren sozusagen. Für die machst du ja schon einiges in der Vergangenheit auch. Ne? Ja, genau. Seit 2014 bin jetzt im 9. Jahr als Botschafter unterwegs. Und ich benutze halt jede Gelegenheit, um irgendwie ein bisschen was zu generieren. Wenn ich Lesungen mache, können die ihren Stand aufstellen. Oder ich bin irgendwie bei Charity-Golf-Events dabei und der Erlös geht dann eben an die Kinder. Und ja, es macht Spaß und es fällt mir leicht, weil ich Menschen mag und gehe gerne mit denen um. Und denen muss einfach geholfen werden und es macht mir Spaß. Wunderbar. Aber jetzt so an der Kasse so einen Job dann nochmal zu machen, das war erstmals einmalig, oder? Ja, natürlich. Das war einmalig. Sonst wird es irgendwie inflationär und das ist ja das, was es letztendlich attraktiv macht, dass man das vielleicht einmalig macht. Also genau. Vielleicht irgendwann nochmal wieder, aber erstmal lasst man das so stehen. Und die Leute haben sich gefreut. Ich habe mich gefreut und dank DM konnten wir so eine Riesenspende da generieren. Und das ist schon was Schönes. Auf alle Fälle. Jetzt kommen wir mal zu deinem aktuellen Fall, der ja ganz, ganz brennend, ich weiß jetzt noch nicht genau, wann ich ausstrahlen werde, heute noch oder spätestens morgen, am Sonntag, den 18. ist jedenfalls der neue Tatort an der Reihe von Stuttgart mit dem Richie Müller, Nacht der Kommissare. Was darf man kurz verraten? Ich bin so ein bisschen neben der Spur. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber der Zuschauer wird alles sehen, wenn er sich morgen vor den Fernseher setzt, um 20.15 Uhr. Genau, oder wenn er es verpasst hat, Mediathek einschalten. ARD, Mediathek, da läuft es auch noch ein bisschen länger, ne? Alles genau. Ja, wie sind sonst noch die weiteren Dreharbeiten? Wie viele Folgen habt ihr im Jahr, die ihr abdreht? Wir machen 2 im Jahr und zwischendurch spiele ich Theater. Bin jetzt dieses Jahr September, Oktober in Karlsruhe mit Rain Man und ganz viel unterwegs für Porsche mit Oldtimer-Relais und eben Dingen, die sozial wichtig sind. Und ich habe dann genug zu tun, genieße aber auch meine Freizeit. Okay, so soll es sein. Und vielleicht auch in der einen oder anderen Quizshow wieder dabei. Wer weiß denn sowas? Oder gejagt. Da war ich jetzt kürzlich. Und schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, dann wünsche ich dir einen schönen Sommer, viel Erfolg mit der neuen Staffel oder beziehungsweise mit dem neuen Tatort. Und vielleicht sehen wir uns irgendwo beim Theater. Ja, man sieht sich immer zweimal. Wir öfter. Okay, in diesem Sinne, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch nochmal an den DM hier in Pfullingen, dass er die Tore geöffnet hat. Und ja, hinten, da steht er ja noch, der Chef hier, noch eine schöne Geburtstagsfeier. Ja, herzlichen Glückwunsch.